Heute zeige ich euch Jumbo Koi bis 100 cm. Eine einfach, aber effektive Filterung und natürlich einen wunderschön eingewachsenen Koi-Teich. Moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube Koi-Blog. Heute von einem wirklich besonderen Teich, denn dieser Teich ist ein Jumbo-Koi-Teich. Das mag im ersten Moment nicht so erscheinen, weil er doch die optische Wirkung eines Gartenteiches hat. Also nicht der typische sterile Koi-Teich, sondern hier hat man sich von einem Gartenteich zu einem Jumbo-Koi-Teich sozusagen raufgearbeitet. Der Teich wurde im Jahr 2002 gebaut und seitdem hat sich natürlich auch einiges verändert. Aber wie ihr sehen könnt, ist das Ganze herrlich eingewachsen. Wir haben ja eine sehr schöne Randgestaltung und mittlerweile auch einen ordentlichen Bestand an Fischen. Immerhin 25 Koi und der größte von den Kollegen ist 101 cm. Der Teich wird annähernd einmal die Stunde umgewälzt. Was die Filterung angeht, darauf werfen wir natürlich gleich auch noch einen Blick. Aber ich möchte euch jetzt noch mal so ein bisschen das Rundherum am Teich zeigen und was passiert, wenn man so einen Teichrand viele, viele Jahre einwachsen lässt. Viele der Pflanzen haben sich ihren Weg schon bis zum Wasser vorgearbeitet. Man sieht nur noch an einigen Stellen, dass dieser Teich aus PVC-Folie besteht und einige Steine dazwischen runden das Gesamtbild letzten Endes ab. Und wenn ihr ein bisschen auf die Fische achtet, merkt ihr, dass diese auch richtig gut drauf sind, denn denen geht es hier richtig, richtig gut. Die werden hier optimal gehalten und natürlich hält man sich hier auch an das Standardmanagement, was zu einem Koi-Teich nun mal dazugehört. Also entsprechende Wasserwechsel und auch was die Filterleistung und Belüftung angeht. Und jetzt wollen wir doch mal rüberschauen, was es mit der Filterung so auf sich hat. Mitten im Teich, da liegt nicht nur eine Pumpe, da liegen sogar mehrere und die sind auch schon ordentlich zugewachsen. Man geht das Ganze hier ein bisschen lockerer an, was das letzten Endes angeht. Man möchte ja keinen sterilen Teich haben, sondern hat das Ganze auch absichtlich so gebaut und auch so gelassen. Und dass das Ganze gut funktioniert, ich denke, das fällt einem hier direkt auf den ersten Blick auf. Wir haben hier ein größeres Konstrukt, was aus mehreren Filteranlagen besteht. Das Ganze sind Kompaktfilter, unter anderem auch von Oase, aber auch von anderen Marken. Natürlich ist das Stück für Stück gewachsen und die Filter, wie man hier sehen kann, haben manchmal auch Vorfilter und darunter sind dann meistens Schaumstoffmatten, die für eine ausreichende Besiedlung mit Biologie sorgen. Die Rohre gehen dann wieder rüber zum Teich, das heißt, die Filter werden aus dem Teich gepumpt, betrieben und das Wasser fließt dann per Schwerkraft zurück. Hier haben wir dann auch ein Spaltsieb, was vor einem der Filter gebaut wurde, was auch dazu beiträgt, groben Schmutz zurückzuhalten. Man ist schon echt erstaunt, dass solche Filter auch für größere und stark besetzte Teiche hier einen guten Dienst leisten. Aber ich denke, hängt auch damit zusammen, dass dieser Teich schon viele, viele Jahre eingelaufen ist. Das heißt, auch im Teich selbst an den Wänden oder Rohrleitungen und Schläuchen haben wir hier eine große, große Besiedlung mit Bakterien, die für ein gutes und optimales Teichklima sorgen. Die Luftpumpe ist auch schon ein bisschen eingewachsen, aber Leute, was soll ich euch sagen? Ich finde, das sieht richtig geil aus. Das hat irgendwie seinen ganz, ganz eigenen Charme, wenn die ganze Teichtechnik so ein bisschen hinter einer grünen Wand verschwindet. Und hier sieht man dann nochmal, wie die Rohrleitungen durch das grüne Dickicht zurück in den Teich gehen, der direkt hinter dem grünen Wall liegt. Ein gewisses Teichmanagement
Dazu gehört auch die Fütterung der Fische. Und hier hat man sich dann für sich einen persönlichen Weg gefunden, das Ganze nicht mehr auf Vollgas zu fahren. Da man hier auch wirklich sehr, sehr große Fische hat. Wie gesagt, der größte ist schon über 1 Meter, viele, viele Fische auch über 90 cm. Geht man das Ganze ein bisschen verhaltener an. Man füttert hier also nicht mehr volle Pulle, sondern das Ganze mit einer Erhaltungsfütterung, was natürlich auch dem entsprechenden Teichmanagement dienlich ist und so ein Teich letzten Endes auch am Leben hält und dafür sorgt, dass das Ganze gut funktioniert. So Leute, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich an dem Teich und wenn euch das gefallen hat, gebt dem Ganzen doch ein Like. Ich denke, das war super interessant und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, postet es gerne direkt unter das Video. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonniert den Kanal, denn hier gibt es regelmäßig neue Videos rund um Koi-Teiche oder auch mal Theorie-Themen. Und damit möchte ich mich nun verabschieden von diesem wunderschönen Koi-Teich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, Leute. Ciao.